Hey ho, Leute, willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Horizon Zero and Dawn. So, nicht nehmen, kannst du die sagen, ne? Denn dieser wunderbare Mann da drüben, der ziemlich traurig hier gerade in die Ferne guckt, oder besser ins Wasser. Was ist denn los mit dir, Kumpel? Karja-Anzug. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Im Wasser? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich dachte mir auch gerade. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Die einzige Tochter, oh Mann. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Puh. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend. Zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ach, mach dir keine Vorwürfe, alter Mann. Wir helfen dir, keine Sorge. Es gibt bestimmt eine Lösung. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Oh ja. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Auf jeden Fall. Möge die Sonne dich führen. Ach, die Sonne füllt mich schon fast 100 Folgen durch dieses Let's Play. Sonne und Schatten. Quests. Nebenquests, ne? Ja. Alles klar. So, Sonne und Schatten. Oh Mann. Das klingt mega deep gerade, die Quest hier. Anscheinend hat Elida ein paar Sachen dagelassen. Was ist in der Flasche? Oh, riecht wie fauler Eier. Lieber weg damit. Gut gemacht, Ale. Blickt man damit nicht in die Ferne? Wozu braucht man ein Fernglas im Garten? Spannen. Mit spannet man auf die Plantage rüber. Auch schön. Oder man spannert die Schweine an, was sie so treiben nachts alleine. Ach, Rayon hat die Klappe. So. Da drüben ist noch was, wie es aussieht. Warum sollte man sich freiwillig wie eine Osseram-Kleidung? Man weiß es nicht. Ach ja, wir haben noch die Osseram-Kleidung an, das könnten wir ändern. Danke, dass du mich darauf hinweist. Sehe ich jetzt besser aus? Ich bin deutlich erotischer. Ja, du bist wirklich sehr freundlich. Siehst du mal! Siehste, hab ich vorher noch angepisst, jetzt habe ich das Klamotten gewechselt, damit ich wieder ihrem Bild einer guten Kriegerin entspreche und schon werde ich hier gelobt. Siehste mal. Eine Schaufel? Sie hat wohl gegärtnert. Etwas vergraben. Nein. Ausgegraben. Das hat Spuren hinterlassen. Sie hat wohl gegärtnert. Okay, auf jeden Fall. Wenn sie eine Spur hinterlassen hat, dann wird unser wunderschönes Fokusgerät hier natürlich uns in die Ferne führen, wie es aussieht.
Okay. Dann halt raus aus diesem schönen Dorf hier. Mann, ich dachte, sie versteckt sich vielleicht irgendwo im Keller. Blumen aus ihrem Garten mitgenommen. Ja. Vielleicht ein Liebesgeschenk oder so. Hast du irgendwas? Vielleicht hat sie ein Date. Noch keine deutlichen Hinweise. Ich gebe dir Bescheid. Sie ist schon 30 Meter weg, er hört dich nicht mehr. Aus dem Weg, pfui. Ich bin in Eile. Wo wollt ihr die hin? Wollt ihr den Boot chartern oder so? Gerne etwas kaufen? Nein. Habe ich schon. Ich war heute schon bei dir. Hast du nicht gesehen? Lass dir diese Ware nicht entgehen. Nicht so austauschbar. Komm, jump. So. Die wollte wirklich weit weg? Ist die weggelaufen? Hat die einen heimlichen Verehrer, zu dem sie wollte? Die Blütenblätter hören hier auf. Am Wasser. Könnte ihr Vater recht haben und er hat nur einen falschen Ort gesucht? Ein Fisch! Da rein, nein. Ich soll das Bootshaus untersuchen. Ja, sag mir doch genau, was ich daran untersuchen soll. Kommen wir nicht rein, ne? Nein. Au. Seile, um ein Boot festzumachen. Vielleicht ist sie damit zu dieser Insel gefahren. Ich werde schwimmen müssen. Geil. Und wir kriegen kein Boot. Toll. Sie ist wahrscheinlich irgendwie mit der Costa Concordia. Oh, nee, das Schiff gerade. Egal, bestes Beispiel. Hier rüber geschippert. Und wir müssen jetzt schwimmen. Geil. Warum, wenn ich ein Kreuzfahrtschiff nennen will, warum sage ich Costa Concordia? Rayon, du bist echt ein dummer Fratz. Ich könnte auch Queen Mary oder so sagen. Oh nein, ich will das Schiff. Rayon, ich schäme mich für dich. So. Warum lädt die Landschaft jetzt erst? Aber das kann nur ein Date sein. Das kann nur eine Verabredung sein. Ein Liebesleben. Was vielleicht der Vater nicht akzeptiert mit einem Verehrer, der nicht in das Bild des Vaters passt. Womöglich könnte das so sein. Mhm. Oh nein, ich kenne die Quest nicht. Das sind nur rein meine Mutmaßungen gerade. Denn das würde mega gut in die Story gerade passen und ich würde feiern. Das wäre auch so ein... Warum erzählt die Musik gerade so melancholisch? Das sieht vielversprechend aus. Die hatte Hilfe. Keine Frau zieht ein Boot hier die Böschung hoch. Das Boot ist schwer. Es sei denn, das ist so eine Frau wie Petra. Das glaube ich nicht, weil die Katja hat ziemlich verwöhnte Schnösel. Was? Bist du das? Helfen dir mal, ne? Wir helfen dir, keine Sorge. Wir haben keine Munition mehr, sehr geil. Ich bin nicht da. Pfui! Bleib zurück, es ist gefährlich. Ach nee, das kriegen wir schon hin. Au! Das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Das macht die Sache etwas leichter. Yep. Macht wir schaffen reden, die Leiter. Lass weg, solange du kannst. Ich werde dich nicht so hier lassen. Nee, das kriegen wir hin, keine Sorge. Alles mit der Ruhe. Easy. Als wenn mir so ein kleines Schnappmaul hier irgendwie in die Quere kommt. Elida. Hi. Wer bist du? Wo hast du so kämpfen gelernt? Was machst du hier überhaupt? Vielleicht kannst du mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Insel, Blumen. Ich will gern beides wissen. Ist das eine Entscheidung oder eine Option? Was machst du hier auf dieser Insel? Ich wollte allein sein. Dein Vater denkt, dass du tot bist. Dass er überhaupt gemerkt hat, dass ich weg bin. Was? Er lässt das ganze Dorf nach dir suchen. Er ist besorgt. Das Schnappmaul hielt mich auf. Du hast es erlegt. Also danke. Ich komme jetzt zurecht. Ich weiß nicht, ob du zurechtkommst. Warum sind die Blumen hier? Einfach nur so. Ich will es hier schöner machen für uns. Für uns alle. Wer ist uns? Ist sonst noch jemand hier? Nein. Nein. Ich wollte meine Freunde damit überraschen. Hier ist sonst niemand, offensichtlich. Nein, du lügst mich nicht an, nein. Schon wie du den Satz mit uns noch schnell ausgebessert hast am Ende. Und ich will es für meine Freunde schön machen, deswegen sehe ich Blütenspuren über den Strand und pflanze hier ein Blumenbeet. Das kannst du jemand anderen erzählen, glaubst du, ich habe einen Vogel?
Das ist ja ein heißes Date, das du hier gerade vorbereitest. Gehen wir zusammen ins Dorf zurück. Ich möchte mich noch um den Garten kümmern. Ich bleibe nicht mehr lang. Ich komme klar, versprochen. Weißt du, ich glaube, ich bleib auch noch ein bisschen und sehe mich um. Das ist doch nicht nötig. Glaube schon. Ach, Aloy, rede doch nicht immer so kalt. Bist du freundlicher? Kühlsaft. Sister, da haben wir den Kühlsaft wieder, den wir verloren haben. Also verkauft haben. Ein Garten, wunderschön. Zwei Schlafsäcke? Okay. Schlafsäcke, zwei Stück. Und zwei Tassen. Mhm. Sie war nicht allein hier. Nein. Elida scheint einen Freund zu haben. Oh ja. Aloy, das habe ich schon vor Jahren herausgefunden und du kommst jetzt erst damit. Ich bin enttäuscht, meine Lady. So, rede mit Elida. Du kannst uns vertrauen. Komm mal von deinem Stein hier runter, es ist alles in Ordnung. Elida, wenn du allein sein wolltest, warum die beiden Schlafsäcke? Und lüg mich nicht wieder an. Bei der Sonne. Ich weiß nicht, wo er ist. Wer? Atral. Er gibt ein Signal, wenn wir uns treffen können, aber er ist nicht hier. Wer ist Atral? Dein Verehrer? Dein Romeo oder so? Wer ist Atral? Ein Freund aus Kindertagen. Bei der Gartenarbeit steckte er mir immer Würmer in den Kragen. Ach, romantisch. Aber dann trafen wir uns hier und alles war ganz anders. Wir redeten stundenlang. Er half mir beim Blumenpflanzen. Ich brannte darauf, ihn zu treffen. Als ob ich tot wäre und nur lebe, wenn ich mit ihm hier bin. Weißt du, wie das ist? Ich... Nein, eher nicht. Ey, Leute, dieser Ausdruck gerade in deinem Satz gerade, dieser Wortlaut, das sah schon leicht bekümmert aus. Als würdest du dich auch danach sehnen. Ey, Leute. Wie kommt es dann, dass ihr euch hier trefft? Wir spielten früher hier. Als er weg war, kam ich manchmal noch her. Eines Tages war er dann hier. Und er lächelte mich an. Wir spielten wie damals als Kinder, aber er war so anders. Es war der Krieg. Wir waren keine Kinder mehr. Danach trafen wir uns heimlich. Er entzündete ein Feuer, wenn es für ihn sicher war, seinen Posten zu verlassen. Doch letzte Nacht kam er nicht. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Außer dir ist niemand gekommen. Du solltest trotzdem zurückgehen. Warum die Heimlichtuerei? Atral ist ein Soldat der Kaja im Schatten. Oh Mann. Er ist im Außenposten, hinter dem See. Es ist Verrat, wenn wir uns treffen. Wie soll ich das Vater sagen? Oder sonst jemanden? Also deinem Vater solltest du es trotzdem sagen. Ich meine, dein Vater würde dich verstehen, so besorgt wie der um dich war. Er wird es verstehen. Oder etwa nicht? Genug jetzt. Du musst nach Hause. Bitte. Wenn du schon mal hier bist, suchst du nach Atral? Er hat auf der Insel dort das Feuer entzündet. Wenn ich gehe, tötet man ihn vielleicht. Oder die Waffenruhe bricht. Doch eine Nora kann hin. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann, wenn du zu deinem Vater zurückgehst. Okay. Aber komm später zu mir. Ich kann nicht schlafen. Nicht atmen, wenn Atral da draußen sein könnte. Verletzt. Ach, das kriegen wir schon hin. Keine Sorge, mein Täubchen. Mein Täubchen, wir kriegen das hin. Sorge dich nicht um deinen heißgeliebten Romeo. Deine glorreiche Retterin Aloy wird jetzt wieder ihre Hüften ins Wasser schwingen. Warum nehmen wir das Boot nicht? Hier liegt doch eins. Obwohl, ich muss ja auch irgendwie zurückkommen, ne? Ja. Das Feuer brennt ja. Oder besser gesagt, es raucht. Also besser gesagt, es hat gebrannt. Es ist gerade am Auskochen. Ich finde es schön, dass man doch noch solche schönen Nebenquests findet. Also, manche Nebenquests sind wirklich sicher richtig schön ausgeschmückt. Das finde ich auch so schön an dem Spiel, dass nicht irgendwie die ganzen Quests so aufgebaut sind, im Sinne von, bring mir 10 Kühlsaft, dann kriegst du das und das, sondern wirklich schön ausgeschmückte Geschichten, die wirklich richtig schön erzählt werden, wo man sich wirklich reinfühlen kann in die Story. Ich liebe das. Ich liebe solche Spiele. Deswegen bin ich Gamer. So. Hier ist das Feuer. Oder besser, hier war das Feuer. Oder besser, hier wurde es entzündet.
Wir sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Okay. Jemand wurde weggeschleift. Dann wollen wir mal gucken, wer da weggeschleift wurde und ob er noch lebt. Ich hoffe, er lebt noch. Ich will ein Happy End, Mann. Ich will jetzt nicht irgendwie einen Schicksalsschlag oder so erleben. Nein. Mann. Atral soll leben, egal was er für ein Arsch ist. Einfach für Elida. Ich höre doch schon was. Was? Okay. Das ist Krieg. Ihr Wichser. Pfui! Wo bist du, du Pisskopf? Ja, für dich ist das reichlich genug. Alter, ist das ernst? So. Alter. Nicht? Sicher? Ich werde euch alle abschlachten. Wir müssen uns wehren, verdammt. Kleinen Pissköpfe. Stell dich dem Urteil der Sonne. Dem Urteil der Sonne? Stell du dich dem. Ja, kommt doch her jetzt hier. Bogenschütze. So weit kommt's noch. Habt Ehre und kämpft wie Männer. Gegen eine Frau. So. Ich nehme den Schuppen hier auseinander. Ist mir scheißegal. Atral. Wo ist er? Da drüben. Oh komm, lass ihn leben, bitte. Hier ist kein Schicksalsschlag erleiden. Nein. Atmet noch. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida. Ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggehen. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo. In die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida. Sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Nein. Atral? Oh nein. Arme Atral. Und arme Elida. Oh nein. Ich weiß nicht, um was es mir mehr leid tut. Um den toten Atral oder um die lebende Elida. Oh Mann, das sieht ihr Herz brechen. Oh Mann, nein. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt gerade sagen soll. Ich hab den Schuppen so schnell auseinandergenommen, wie es geht. Es ging nicht schneller. Mann. Hätte man das verhindern... Oh, shit. Hätte man das verhindern können? Ich weiß es nicht. Wieso lebt Ella nicht? Doch. Oh, Mann. Ah, ich schürf mir alles auf. Ach, Ella, was kriegst du hin? Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin auf ihre Reaktion gespannt und auch auf die Reaktion des Vaters. Der Vater muss jetzt auf jeden Fall für seine Tochter da sein. Du musst jetzt echt mal den Vater der Väter raushängen lassen. Aber was laber ich hier? Mann, es ist so deep. Mann, ich wollte ein schönes Happy End für die beiden. Auf ihrer Insel, gemeinsam mit Rosenblüte, dem Schlepptau. Aber nein, es sollte nicht so sein. Diese Geschichte sollte nicht in einem Happy End enden. Das ist traurig. Die Musik untermalt das gerade ziemlich gut, habe ich gerade das Gefühl. Eile hat übrigens eine richtig gute Kondition, wenn sie hier mit vollem Gepäck hier... Kann ich eigentlich tauchen? Ich kann tauchen. Alles klar. Haben wir auch nie genutzt, das Tauchen. Mann. Ich will jetzt gerade nicht reden. Aber ich will trotzdem weiter kommentieren. Ich will das Let's Play jetzt nicht auslogen lassen. So. Weiter geht's.
Sind wir hier wieder auf der Trauminsel von den beiden. Wie so ein einsamer Strand mit so einem schönen kleinen Lager. Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Du hast das gekauft und gar nicht selbst gemacht, Aloy. Lügnerin. Puh. Cheaterin. Puh. So. Ich bin echt gespannt. Oh Mann. Ich weiß echt gerade nicht, was ich sagen soll. Schreibt mir auf jeden Fall die Kommis, wie ihr in so einer Situation handeln würdet. Ah. Der Vater muss echt jetzt für seine Tochter da sein. Der muss jetzt wirklich den Traumvater raushängen lassen. Oh Leute, ich bin mal wieder gemein. diese Reaktion von dem Vater und wie es mit Elita weitergeht und so weiter und wie wir die ganze Situation hier bereinigen doch noch können vielleicht. Oder besser gesagt, wie wir das Beste aus der Situation machen. Das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich heute fürs Zuschauen und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Horizon Zero Dawn, morgen 14 Uhr. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ein nettes Kommi. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.